Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge Amnesia Uncut. In der letzten Folge sind wir hier gelandet, sind leider Gottes ein bisschen auf der Flucht und in eine Sackgasse gerannt. Wir gucken mal kurz hier rein. Ob wir da jetzt schon irgendwie besser hier wegkommen. So, weil hier hat uns nämlich das Viech verfolgt, hinter der Tür da hinten. Ist er leider. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich muss mal ganz kurz gucken, was ist denn... Ja, meine Aufgabe, ich habe keine. Cool. Ja, gut, Daniel. Daniel leidet unter... Oh Gott. Siehst du den da? Da? Er ist direkt hinter der Tür. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da wegkommen soll. Ohne dass er hier ein Raster kriegt. Was ich auch schon mitbekommen habe, leider Gottes, ist, dass... es anscheinend mehr als ein... Der ist hier wirklich witzig. Ja, Hand of Blood hat das Ganze auch hier, glaube ich, mal gestreamt. Stimmt, weil ich das gerade sehe im Chat. Und da kommt den Follow erstmal. Und ja, der hat so eine kleine Hassliebe mit dem Game mit sich genommen. Und ich muss auch dazu sagen, Rätseln, das Spiel handelt hier auch ein bisschen mit Rätseln. Ich glaube, da habe ich ein paar Probleme weiter. Gott! Rätseln, da bin ich nicht so gut. Da ist Stevie besser drin. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Alter, der hat die Tür kaputt gemacht. Kann ich mich hier verstecken? Der sieht mich nicht, oder? Oh Gott! Was passiert? Er steht immer noch hier. Das Problem ist, glaube ich, ich habe das Spiel gerade ein bisschen buggy. Wir rennen jetzt mal weg. Ich weiß zwar nicht wohin, aber wir rennen weg. Irgendwo, wo er uns nicht sehen kann. Wo uns nicht sehen kann. Ecke. Nein! Ja. Jetzt sind wir das zweite Mal schon gestorben in der Reihe hier. Und ich glaube, ich habe einen richtig blöden Savepoint gewählt. Also, als ich gestern mich hier, glaube ich, ausgelockt habe und das Ganze gesaved habe, glaube ich, war nicht die beste Variante. Aber, doch. Also, die Tür ist kaputt, die ist auf jeden Fall rausgeschlagen. Es ist jetzt nur die Frage, wo müssen wir hin? Was ist unsere To-Do? Also, ich weiß, es gibt noch so ein, zwei Sachen, die wir, ein, zwei Türen, die wir noch öffnen müssen. Und ich habe mich ja gestern hier schon extrem verlaufen in der Burg. Ich habe keine Ahnung, ich bin so lost. Warte mal, hier ist noch ein Schild. Was ist das hier? Die Küche. Wir gehen jetzt mal in die Küche. Machen wir uns einfach mal was Leckeres zu essen oder so. Okay, da geht's nicht in die Küche. Gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Lauf, Forest, lauf. Ja, das war gerade eben, war nicht so gut. Scheiße, da ist er schon wieder. Geh weg. Okay, Küche ist vielleicht nicht so optimal. Jetzt ist die Frage, ist er den anderen Weg lang gelaufen? Oder steht er noch da? Okay. Oh Gott! Jetzt heißt es wieder laufen! Lass mich in Ruhe! Wir biegen hier ab! Wir biegen hier ab! Und biegen... Wo geht's hier lang? Lagerraum! Ja, Lagerraum ist toll. Lagerraum ist super. Wir gehen mal hier kurz rein. Lampe löschen und verstecken. Gott! Das Spiel ist ja... Ja, super. Jetzt sind wir wieder an dem Anfangspunkt. Ist ernsthaft? Bin ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgelaufen, um quasi an meiner Startposition zu landen? Oh nein! Oh Gott! Ja, die Lampe ist auch wirklich nur dafür da, dass Daniel hier nicht so ganz am Rad dreht. Hier die Fackeln sind natürlich um einiges besser, nur können wir nicht immer alle Fackeln anmachen. Das ist immer so das große Problem. Genau, wir haben hier dieses Schloss. Und dieses Schloss, es ist verschlossen und der Schloss ist in einem ausgezeichneten Zustand. Stimmt, wir müssen irgendwas zusammenmixen, damit wir das Schloss kaputt kriegen. Oh nein, und ich gehe mal von... War ich ja noch gar nicht. Sehr gut. Ich drücke mal die falsche Taste. Ich will mal die Taschenlampe ausmachen.
So, es gibt nämlich hier diese Zunderbuchsen. Die Zunderbuchsen braucht man nämlich, um die Fackeln aufzumachen. Also hier, die kann man nämlich, die Fackeln nämlich anmachen. Und das Öl ist eben halt für die Lampe da. Und ich glaube, ich hatte nämlich nicht mehr so viele Zunderbuchsen. Genau, wir haben 9 Stück haben wir noch. Sind das hier? Nee, kann ich nicht. Schade. Super, jetzt haben wir hier ein paar Sachen wieder aufgenommen. Also, kann ich nämlich hier die Dinger nämlich anmachen, weißt du? Ich glaube, da hilft ein Schlüssel. Ja, ein Schlüssel gegen so ein Schloss würde helfen. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Nein! Alter, das... Scheiße. Ich laufe mal hier dran vorbei. Und mach mal ganz kurz hier die Tür zu. Und hoffe mal, dass er... Ich glaube, das Viech sieht uns nicht, wenn wir die Lampe anhaben. Also, das ist so meine Hoffnung. Weil die Musik ist zum Beispiel jetzt noch komplett chillig. Ich glaube jetzt nicht, dass er uns komplett verfolgt, oder? Nee. Ja, das Problem ist ja auch mit dem, wenn du nicht im Licht bist, also, wenn ich nicht im Licht bin, rastet er hier psychotechnisch ein bisschen aus. Ja, merkt man ja jetzt hier so ein bisschen an den Sachen. So, er ist jetzt nach da gegangen. Das heißt, ich könnte doch jetzt hier reingucken. Super. Mal kurz weg. Gott. Ja, die Tür war vorhin auch nicht so standhaft. Wir haben gesehen, dass er die Tür ganz schön auseinanderklavistert hat. Hier. Die hat er nämlich auch auseinandergenommen. Da war nämlich auch noch eine drin. Bei sie geht's Richtung Küche. Mach mal hier kurz an. Damit Danny sich wieder mal ein bisschen, ne, beruhigt. Und, ja. Ich bin wirklich der Meinung, wir müssen in die Küche. Ja, klar. Ein Dings würde helfen. Ein Schlüssel. Für das Tor. Wo geht's eigentlich hier lang? Zellenbereich 3. Okay. Ich glaube nämlich, dass wir doch, wie gestern auch, in der letzten Folge, da so eine Säure anmischen müssen, um voranzukommen. Oh nein! Ey, jetzt bin ich hier wirklich, hier bin ich gestartet. Ey, okay, dann gucken wir uns erstmal hier unten noch ein bisschen um. Ich glaube, dass ich nämlich hier nämlich noch nicht alles uns angeschaut hatte. Sag mal, ist das der Bereich, wo ich versuche, das Schloss zu öffnen? Bringt ja gar nichts an. So, dann gehen wir nochmal Richtung Küche. Ich höre hier hinten links was. Aber da kommen wir gar nicht hin. Leute, wo sind wir denn hier? Ach ja, in der Küche. Ja, da wollte ich ja hin. ja. Ich wundere, ich bin ein bisschen verplant. Machen wir mal was zu essen, bin gleich wieder da. Jo, mach das. Lass es dir auf jeden Fall schmecken. So, warte mal, wir brauchen ja vielleicht hier die Lampe nämlich nicht. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben hier wieder eine Notiz. 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Just in time. Ja. Okay. Aber wenn wir hier so eine Kochstelle haben, ja? Hast du übrigens auch gerade das, dass du dir gerade was zu essen machst? ja. Genau, hier gibt es nämlich Säure. Und ich gehe mal von aus, dass... Aber was mache ich denn mit der Säure? Weil... Wäre da jetzt blödsinnig, wenn ich versuche, das Schloss da irgendwie aufzumachen, wenn ich da einfach mir nur was aufmache, was... Macht da gar keinen Sinn. Das macht doch alles gar keinen Sinn.
Ist doch denn einfach nur ein Durchgang? War mir dann irgendwas im Inventar, was ich... Oh ja, warte mal, hier. Leeres Glasbehälter. So, die Säure ist im Glas sicher aufbewahrt. Cool. Und was mache ich jetzt mit der Säure? Kann ich die jetzt hier irgendwie... Es ist mit Säure gefüllt. Ja, kann ich die jetzt da reinpacken? Nee, kann ich nicht verwenden. Okay. Na, dann versuchen wir nochmal den Weg zurückzugehen zu dem wunderbaren Schloss. In der Hoffnung, dass ich mich einfach nur verlaufen habe und das nicht dasselbe Schloss ist, wie wir da hinten hatten. So, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder hoch. Und jetzt ist die große Überlegung, beziehungsweise die große Frage der Fragen. Wo muss ich hin? Okay, also wir sind hier gewesen. Ich höre hier die ganze Zeit Steps. Okay. Okay. Ich glaube, hier bin ich nicht... Oh, warte mal, hier bin ich richtig, oder? Ja, und hier kann ich... Warte mal. Was ist das? Mit einem Metallschloss verstärkt. Ja, okay. Aber das kann ich doch bestimmt damit... Jetzt habe ich das verbraucht und es ist, lässt sich nicht öffnen. Das Tor, durch das du diesen Bereich verlassen kannst, ist durch ein altes Schloss abgeriegelt. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass ich mit der Säure... Kann ich jetzt hier mit dem hier? Hallo? Okay. Mach auf! Ich muss schnell weg hier. Hier, Eingang zur Zisterne. Okay, cool. Wir haben es geschafft. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Also wichtig, ne? Säure. Und dann anscheinend Hammer mit Meißel. Um dein Aufschloss zu haben. Keine Ahnung. Eventuell deine Steps. Ja, was ich manchmal. Habe ich manchmal auch das Gefühl, dass ich meine eigenen Steps höre. So, you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Okay, giftige Pilze. Cool. Also... Eigentlich nicht, aber gut. Okay, also wir sind hier in der Zisterne angekommen. Ich liebe es ja einfach Hebel zu drücken, einfach wahllos. Der Hebel klemmt, sein Getriebe müsste geölt werden. Na, ist aber... Warte mal, kann ich nicht eigentlich mit dem Öl hier... Was habe ich denn hier? Das hier? Ah ne, damit kann ich nur meine... Wirklich nur meine Lampe ölen. Gut. Wo geht's denn jetzt? Also hier geht's wieder zurück, ne? Genau. Fängen wir es noch mal. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier, was wir hier so finden. Wo geht's denn hier lang? Ja, und das mit dem Schloss, ich glaube auch, dass ich das mit der Säure einfach nur geschwächt habe. Okay, zu tief ins Wasser geht anscheinend nicht. Da kriegen wir gleich was hier, um die Indikation betreten zu können, muss zuerst das Wasser darin abgelassen werden. Man könnte hier auch tauchen. Wobei, wenn da so giftige Pilze dabei sind, weiß ich nicht, ob man da wirklich tauchen möchte. So, da oben geht's noch irgendwie hin. Da kommen wir aber nicht hin, weil die Treppe ist ja kaputt. Da geht's auch nochmal lang. Und wir gehen jetzt hier nochmal durch. Die rührt sich nicht. Na, ist doch schön. Okay, das heißt, ich muss irgendwas hier machen mit dem Hebel. Die Getriebe müssen geölt werden. Wo ist das Getriebe? Weil, da komme ich ja nicht hin. Und... Ich habe keine Ahnung, wie das hier aufgebaut ist. Hier kann ich ja auch mit Jump-and-Run-Action ja nichts machen. Hier kann ich nie weiter, weil halt Wasser. Ja, und ja. Na, gibt's noch ein paar Tipps und Tricks eventuell? Skyrim habe ich leider auch nie gespielt.
Deswegen kann ich dir nicht sagen, ob die Tür wirklich so danach aussieht. So, ja, was mache ich denn jetzt? Wenn die Sachen nicht geölt sind, aber vielleicht, warte mal, kann ich hiermit irgendwas machen? Was habe ich denn sonst noch im Inventar? Chirurgische Nadel? Kleiner Tischbohrer, aber mit dem, was soll ich da auch wirklich machen? Also da kann ich auch nichts machen. Kann ich mit dem Tischbohrer hier irgendwas machen? Nee, geht ja auch nichts, oder? Wir müssen geölt werden. Ja, aber wie? Also ich habe ja Öl dabei. Hier, ne? Brennstoff für Laterne, okay. Ist halt Öl. Aber warum kann ich das nicht nutzen? Warte mal, kann ich das mit dem kombinieren? Nee, kann ich nicht. Das ist für meine Gesundheit, das ist meine Laterne. Wie komme ich jetzt an Öl? Und wie kann ich denn diese Sachen denn... Warte mal. Ja, vielleicht tropft hier Öl raus. Vielleicht habe ich ein Glas und könnte das ja damit befüllen. Ja, so eine Idee. Und mit diesem wunderschönen Glas gehe ich dann hier hin. I guess. Und öle das Ganze. Okay. Und jetzt wieder runter. Mach es kaputt. Ja, hoch. Wieder runter. Runter, habe ich gesagt. Runter. Hallo? Aus? Oh, okay. Kann man machen? Vor allen Dingen, das ist so eine Leiter. Das ist ja so eine Holzleiter, oder? Kann einfach so ein Rohr... Kann einfach so ein Rohr verbiegen. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir wieder weitere... schöne Sachen. Passiert aber nichts. Aber es wurde gerade in mein Memento eingetragen. Repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Ja, was ich nicht alles reparieren muss... Letztes Mal musste ich einen Fahrstuhl reparieren. Okay, warte mal. Das ist die Westbrücke. Das heißt, die Ostbrücke muss ich reparieren. Wo komme ich denn hier rein? Steuerraum. Da drinnen kann ich die Sachen reparieren. Schauen wir mal. Siehst du aber, weil ich hier gerade nochmal hier so einen schönen Zuschauer mit dabei habe. Kannst du mir den Unterschied zwischen Schloss und Burg nennen? Weil wir sind ja hier anscheinend auf einer Burg. Oder sind wir hier auf einem Schloss? Und was ist der Unterschied davon? Das würde mich mal interessieren. Hat man nämlich in der letzten Folge das Thema. Und ich bin keinen Millimeter schlauer geworden. Herbert, how did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel. But things don't always turn out the way we planned. Okay. Sagt er mir jetzt nicht viel, also bringt mir jetzt nicht super viele Informationen hier mit. Aber das hier soll der Steuerraum sein? Also vorhin sah das für den Fahrstuhl sah das aber ein bisschen anders aus. Okay, also hier habe ich Gewichte. Lass mich raten, irgendwas muss ich mit den Gewichten machen. Was ist das denn hier? Oh nein, ich muss irgendwas wieder zusammenflicken. Ich weiß nur noch nicht wann und wo und wie. Aber wir nehmen mal das Rohr schon mal mit. Was passiert denn, wenn ich hier an dem Rädchen bin? Aha, habe ich mir doch gedacht. Das ist doch denn hier, alles muss auf eine gewisse Höhe, oder? Genau, ja, okay. Das Rad. Okay. Cool. So, das ist schon mal das. Haben wir hier noch eine Notiz? Nee, haben wir nicht. Okay. Was sagt uns denn der andere Raum? Hier wurde es mal erklärt, aber du hast leider keine Ahnung mehr. Schade. Also ich weiß es wirklich nicht. Das ist jetzt kein Scherz. Es ist... Ich bin da einfach... ja. Ich kenne den Unterschied halt wirklich nicht. Bin ich ehrlich. Okay, jetzt ist die Frage. Wir haben ja jetzt hier das Gegenpendant. Sollen wir das Gegenpendant quasi genauso aufstellen oder... Also... Ah, okay. Steckt fest. Das heißt, wir müssen mal gucken. Also, wir haben links ungefähr die Höhe. Der ist am höchsten und der ist... Okay, warte mal. Wir probieren das mal nachzubauen. Indem wir jetzt den hier...
Geht er höher? Ja. So, der ist noch hier richtig, oder? Ah nee, warte mal, der ist ein bisschen weiter unten. Das war jetzt ein bisschen zu hoch. Ah, ich glaube noch ein bisschen weiter runter. Ja, die Steuerung ist aber auch anders wild. So und so. Nee, der ist doch höher, oder? Der ist so okay. Der ist. Ja, da muss ich glaube ich noch ein bisschen höher. So ungefähr. So, du warst ganz weit oben. Ungefähr so. Und du warst so mittelhoch. So, oder? So ein bisschen noch. So? Das ist auch eine schöne Info. Laut Google sind Bogen von Angriffen und Verteidigung gedacht und Schlösser als repräsentativ. Das ist mal eine schöne Erklärung. Also macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Der Burg hat ja. Ist ja mit hat ja so einen Wall um sich und so einen ganzen Kram. Wobei, Schlösser können sie es ja auch haben. Aber ja, Schlösser sind natürlich dann so eher, um Gäste zu empfangen. Und eine Burg ist wirklich zum. Ich mache ja alle kaputt. So, jetzt gucken wir aber erstmal hier weiter. Also der ist weit unten, der ist ziemlich weit oben. Und der ist so ein. Ja, ich sag jetzt mal so ein Mittelding. So, und ich unhöhe. So, warte mal. Oder muss ich das spiegeln? Weil, guck mal, hier habe ich nämlich ein Rohr. Danach könnte ich mich orientieren für den hier. Dass der so ein bisschen über dem... Warte mal, wir machen das mal so. Wir spiegeln das mal. Gucken, ob das vielleicht Sinn und Zweck der ganzen Aktion hier ist. Okay, ich habe irgendwas richtig gemacht. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas hat hier geklickt. I don't know what. Ein schweres Tor. So. Ja. Hat keiner gesehen. Nein! Ach, ich muss jetzt hier die Dinger mitnehmen, ja? War das nicht so? Ist das jetzt hier nicht so, dass ich die Dinger jetzt hier so mitschleppen muss, um die Rohre wieder richtig zu machen? Oh, wo ist denn hier das andere Rohr? Ach, da hinten. Irgendwas war doch mit den Rohren, glaube ich, oder? Also kann mir doch keiner erzählen, dass ich hier die Dinger einfach so mitnehmen kann. Also wieder aufmachen, rödel, mitnehmen und reinmachen. Okay. Das sieht hier nicht richtig aus. Gott, hier geht's ja schon wieder, hier ist ja schon wieder so viel. Oh nein. Ey, ich und Rätsel. Ich sag, wie das? Ey, warum hat er sich denn jetzt... Aha, okay. Packen es erstmal wieder in den Ursprungszustand zurück. Aufgenommen, hölzerne Kurbel. Was kann ich mit der Kurbel machen? Ja klar, Kurbel. Logisch, aber... Ah. Lass mich raten, die Dinger kann ich wieder nicht bewegen. Ja, steckt fest. Ja, steckt fest. Okay, also beide nach oben und der nach unten und der auch nach unten oder halt mittig. Was auch immer was ist. Maschine. 13. Januar 1799. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast hunderte Mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den ich es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, dass was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. Wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengesetzten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Okay.
Mitte oben, oben Mitte. Okay. War das gut zu wissen? Mitte, oben, oben, Mitte. So, wir nehmen das hier mal wieder vorsichtshalber mit. Weil, weiß ja nie. Und jetzt fangen wir mal an. Mitte, oben, oben, Mitte. Also. Mitte, oben, oben, Mitte. Ist aber nicht ganz die Mitte, oder? Ist du auch oben? Ach nee, du bist nicht oben. Okay. Nice! Nee, klappt. Weißt du, vielleicht kommen wir ja heute doch ein bisschen besser bei den Rätseln vorwärts. Is that you? Als ich dachte. What are you doing? Oh nein. Okay, wir müssen die Rohre, also war gar nicht so verkehrt, dass ich die Rohre mitgenommen habe. Schade, ich dachte, hier ist noch was drin. Und ich muss das ganze Konstrukt quasi jetzt hier auch wieder so abbilden. Okay, dann fangen wir mal an. Wir nehmen einfach mal den und den. Aber wie soll ich das machen? Ich habe nicht alle Teile, oder? So, wir spiegeln das jetzt mal nicht. Und packen das jetzt mal. Ich das hier nicht so einfach. Hä? Ach, das passt nur so? Okay. Macht doch gar keinen Sinn, ich wollte es doch. Hä? Okay, warte mal. Schmeißen wir einfach mal alles hier rein. Was sind ja immer dieselben? Es macht doch alles gar keinen Sinn, Freunde, oder? Okay. Vielleicht muss ich die auch einfach nur da dran halten. Cool. Viel Spaß, danke dir. Wir haben es geschafft, oder was? Ich guck jetzt mal, ob wir jetzt die Brücke. Was haben wir noch? Das hier wieder aufmachen. Achso, wir haben hier eine Kurbel. Eine Kurbel gefunden, ne? Genau. Wir wussten auch schon, warum wir die Kurbel finden. So, dann gehen wir wieder raus und dann gucken wir mal, ob hier die östliche Brücke auch runterkommt. So, warte mal, mein Gedanke ist gerade, es gibt ja perfekte Gehör, mit dem man jede Note erkennt. Gibt es dann auch ein perfektes Sichtrohr, womit man jede Farbe erkennt? Warte mal, das muss ich mir jetzt nochmal kurz durchlesen. Warte mal, was hast du geschrieben? Mein Gedanke ist gerade, es gibt ja das perfekte Gehör, mit dem man jede Note erkennt. Das ist richtig. Habe ich nicht. Ne? Bin ich auch ehrlich. Gibt es dann auch ein perfektes Sichtrohr, womit man jede Farbe erkennt? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Gibt es sowas? Also. Und wie würde sich das Ganze denn äußern? Und wie testest du das? Dass du wirklich mit dem perfekten Auge, Sicht. Nein! Die perfekte Farbe wirklich siehst. Warum ist der jetzt nicht ganz runtergegangen? Die Brücke steckt neben Angehoben und muss wieder. Was? Muss angehoben werden, um sie wieder freizubekommen. Okay, gut, dann nehmen wir es auch. Muss ich die Brücke anheben? Nee, die kann ich auch nicht mehr anheben. Nein! Jetzt steckt hier alles fest. Nee, warte. Doch. Jetzt geht's. Oder muss ich wirklich erstmal nach links? Damit ich denn hier irgendwas machen kann, damit ich die Brücke wieder anheben kann. Weil hier kann ich nichts machen. Okay. Dann holen wir die erstmal wieder runter. Spring gegen! Wie? Gegen die Brücke? Wie? Oder soll ich meinst du jetzt hier drauf springen? Das klappt nicht! Gegen die Brücke springen, so hoch komme ich gar nicht. Warte mal, kann ich mich hier raufstellen? Oh. Bin ich jetzt hier? Gott! Okay, Adventure Time. Ja, geht noch ein bisschen? Noch ein bisschen geht, oder? Ja, hat leider nichts gebracht mit Gegenspringen.
Wir gehen erstmal hier links lang. Wir gucken mal in die Zisterne, weil wir können ja auch noch das Wasser unten ablassen. Vielleicht können wir das ja schon dahinter. Dann könnten wir ja runter in den Keller, um die giftigen Pilze uns zu sammeln. Ach, schön, 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 schön. Ihr seht es doch, komm, wenn wir das Wasser ablassen, dass uns das alles hier füllt. You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like the drinking room? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Okay. Lass uns doch mal dann mal ein bisschen gucken, ob wir hier irgendwelche schönen Sachen finden. Wie zum Beispiel eine Zunderbuchse? Also meine Idee ist jetzt wirklich, dass wir hier irgendwas antreiben müssen, damit irgendwelche Pumpen angehen. Damit... Oh Gott, das war fast zu weit. Damit, sich das hier füllt. Und der Keller quasi ausgepumpt wird. So, gucken wir mal, ob wir hier so... Ey, wir hatten schon mal so einen Raum mit vollem Wasser, wo einfach so unsichtbar so ein Viech uns die ganze Zeit verfolgt hat. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht der Fall. Was steht hier? Kanalisationswasser umleiten. Was passiert? Okay, nichts. Du zockst gerade The Last of Us Remastered. Ist auch das Maximale an Horror, was du aushalten kannst. Ja, habe ich auch schon gespielt. Zweiten Teil, den gibt es bei uns ja auch auf dem Kanal. Das ist schon heftig. Muss ich wirklich sagen. Warte mal, ist hier noch jemand drin? Hallo? Wasser tritt langsam in die Kammer ein. Ja, okay. Das ist wirklich ein bisschen fishy. Aber wir werden zumindest nicht verfolgt von irgendwelchen Viechern. Bin ich ja schon mal ganz in Ordnung. Warte, ich brauche jetzt schon wieder die Lampe, weil ihm zu dunkel ist. Okay, warte mal, hier kann ich doch... Ja, da ist eine rostige... Kann ich aber... Dagegen nicht irgendwas schmeißen? Eine Brücke muss heruntergelassen werden, um fortzufahren. Ja, diese Tipps sind auch manchmal in diesem Moment, in diesem Buch, in diesem Memento-Buch. Super. Da ist mir schon bewusst, dass ich diese blöde Brücke da runterbringen muss. Nur die Frage, wie? Kann ich dagegen irgendwas schmeißen? Wieso kann ich hier nicht hoch? Warte mal, kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ja, warte mal, ich kann hier was mitnehmen. So, komm mal her. Können wir dagegen einfach irgendwie gegen die Kette was... Doch. Wenn da jemand drin ist, kleiner Tipp, lass es am besten da. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich glaube, ich werde ihn noch beherzigen. So. Können wir hier irgendwie Jump'n'Run-mäßig hier rüber? Springen wir vorsichtshalber über dieses... Über dieses Brett, was anscheinend hier unten befestigt wurde. Ganz klar. 7th August 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure.
He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Also, so langsam verstehe ich, warum wir diesen Alexander, ja, warum wir das so supi drauf sind. Er ist okay. Und er rastet wieder aus. Er rastet wieder aus. Ich verstehe es aber nicht. Also ja, ich verstehe schon, weil es halt dunkel, okay. Aber er kriegt immer so ein... Er spürt immer wieder so ein... Das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. What? Da sind Fische drin. War das gerade? Also okay, wir haben das Ding gerudert. Wir haben das Ding gerudert. Lass mich raten, da hinten muss ich auch noch... Aua! War das, weil ich jetzt gesprungen bin, oder ist da jetzt irgendwer... Muss denn wirklich gewesen sein, weil ich gesprungen bin? Das war jetzt richtig dumm. Aber dafür gibt es ja so ein Heilungsmittel. Nein! Ich war noch so kurz am Überlegen, so. Läufst du nicht? Was passiert natürlich dann? Man läuft und kriegt hier erstmal Damage, weil man sich halt nicht sicher ist. Gut, nächste Rädchen. Achso, dann haben wir jetzt nur den Dampf ausgemacht. Ah, super. Er hilft ja trotzdem, falls man mal wieder hier runterfällt. So, und hier geht's wieder umleiten. Okay. Dann leiten wir wieder um. Das dürfte jetzt das letzte sein. Ich hoffe. Wir haben aber noch einen Brief. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. Inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying, but Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. And suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Okay, ja, diese Kugel, die wir da gefunden haben, die scheint auch nicht so gut zu sein. Ich weiß, es gibt kranke Games, aber was habt ihr da auf eurem Kanal alleine von den Bildern? Ja, das stimmt. Was ich aber empfehlen kann, ist auf jeden Fall, was ganz cool war, also was mir persönlich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, auch mit Stevie zusammen, was nicht ganz so krass ist, ist Dinner with an Oil. Gerne mal reinschauen. Dinner with an Oil ist wirklich, es geht. Es ist okay. Das kann man sich... Auch wenn man sehr schreckhaft ist, wirklich mal anschauen. Ist trotzdem ein bisschen creepy. Ja, gebe ich zu. Aber ist eigentlich ganz nice. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt dürften wir eigentlich alles pumpentechnische, was wir abpumpen hätten können. Haben wir jetzt abgepumpt, oder nicht? Damit dürften wir doch jetzt eigentlich wieder nach unten in die Kanalisation kommen, wo wir dann wahrscheinlich irgendwie diese giftigen Pilze da bekommen. Aber, ja. Ist auch die große Frage. Kriege ich Schaden? Jetzt machen wir mal die Lampe hier aus. Kriege ich eigentlich Schaden, wenn ich hier runterspringe? Okay, wir kriegen Schaden. Ja, dann nehmen wir mal uns so ein Heilmittel. Und gucken jetzt mal ganz kurz hier unten rein. Aha! Es ist weg. Das Wasser. Und wir haben ein Problem. Weil wir kriegen hier Schaden. Ein volliger Giftgestank kommt hinter, ohne Impfstoff weiterzugeben, wäre tödlich. Okay. Dann verrat mir doch mal, wie ich den Impfstoff jetzt hier raushole.
Impfstoff. Gibt es denn irgendwas, was ich vorhin hatte mit einem Impfstoff? Ich glaube nicht. Aber können wir eventuell hier hinten wieder, die Brücke ist stecken geblieben und muss angehoben werden, um sie wieder frei zu bekommen. Das ist echt tricky. Wie kriege ich die denn jetzt wieder angehoben, um die frei zu bekommen? Weil hier geht's definitiv, also hier brauche ich nicht weiter gucken. Weil da geht's nicht hin. Dagegen springen hat leider nicht geholfen. Kann ich denn mit irgendwas werfen? Also kann ich irgendwas mitnehmen, hier hochbringen, dass ich dagegen werfen könnte? Kann ich die Steine nehmen? Oh Gott, jetzt habe ich was gelesen und Schrankleister, bin schon wieder runtergefallen. Oder kann ich das einfach hochschmeißen? Warte mal, aber ich kann den Stein auf jeden Fall da oben. Scheiße. Muss schon wieder ein Heilmittel nehmen, weil ich hier wieder so runtergefällt bin. Warte mal, kann ich da eigentlich einfach das Steinchen da so hochschmeißen? Ernsthaft? Geht das vielleicht einfach auch so? Nee, da ist diese scheiß Kante da. Nee. So, jetzt? Bleib liegen. Jawohl, ist liegen geblieben. So, jetzt nehmen wir mal uns hier das Ding. Schreckhaft ist eigentlich nicht so mein Problem, aber ich liebe die Atmosphäre von diesen Games und finde es lustig, dass Bloodborne, Dark Souls 1, Demon's Souls zu Horror auf Twitch gehören. Dark Souls 1, Demon's Souls gehört alles zu Horrorabteilung Twitch? Das ist ja heftig. Hätte ich nicht gedacht. Oh Gott, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich jetzt hier eigentlich? Da muss ich einfach nur was draufschmeißen. Okay. Warum hat er mir denn gerade gesagt, ich muss was noch? Ist ja egal. Scheiß drauf, wir haben die Brücke unten. Alles cool. Wir gehen hier rein. Leichenhalle. Ja. Auf geht's in die Leichenhalle. Ist richtig. Ey. Aber dass die Dinger zu Horror bei Twitch gehören? Bin ich krass. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich sagen. Oh Gott, hier ist doch schon wieder. Dunkel. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Also so, Horror-Games, ja. In Horror-Games, Leichenhallen, ja, nein. Es war noch keine gute Idee. Was? What happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody! Help! Was passiert? Oder der ist einfach abgeschlachtet worden, oder wie, oder was, oder wo? Okay. Also. Wir sind hier, leuchtet. 3 days now. This is ridiculous. Was passiert hier alles? I just sent someone to this room! Hey! Anybody! Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep. I'd wake from this nightmare. If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Okay. Was ist das für ein Leuchtstab? Aufgenommen. Kupfernes Rohr. Okay. Das feine kupferne Rohr aus der Leichenhalle sieht aus wie ein Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Ja. Also, ja. Das kann man machen. Ich bin hin, was Gaming angeht, Souls Gamer. Krass.
Demon, ja, okay, die ganze Souls-Reihe. Sekiro, Bloodborne und Elden Ring. Demon Souls habe ich noch nicht. Krass. Also die Souls-Reihe hat mich auch immer selber auch groß interessiert. Gerade Elden Ring habe ich mir wirklich super viele Let's Plays angeschaut. Verdammt, wir haben gar kein Öl mehr. Einen Moment, wir müssen erstmal kurz Öl nachfüllen. Wir können ja hier mal so ein Lämpchen mal anmachen. Habe ich auf jeden Fall geschaut, Elden Ring. Wirklich bei vielen. Super interessantes Game. Aber mein Frustlevel wäre so immens oben, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf das Game hätte. Ich weiß, das machen die Spiele ja auch aus. Dieses, du stirbst, fängst wieder an, beziehungsweise versuchst halt irgendwie gegen den Boss eine Taktik dir zurechtzulegen, weil der halt so verschiedene Angriffe hat und so einen ganzen Kram. Aber dieser Progress, den du machen musst, der würde mich irgendwann so frustrieren, der würde mich so fertig machen. Deswegen ist leider nicht ganz so mal ganz meine Reihe. Ich gucke das aber super gerne, wenn jemand anderes das spielt. Das finde ich wieder nice. So, und wo sind wir? Also, da hinten wurden die Viecher. Also, nicht die Viecher. Viecher ist ein falscher Ausdruck. Entschuldigung. Aber da wurden auf jeden Fall die Leutchens. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? Hört er mich jetzt? Oder die? Also, er ist hoffentlich nicht hier, oder? Wir machen mal vorsichtig die Tür zu. Wobei, wir haben ja vorhin auch mitbekommen, Tür zumachen hilft bei den Monstern nicht. Das heißt erstmal wieder Schubladen-Simulator. Ja. Wie gesagt, das zweite Lieblingsspiel von Stevie. Der spielt gerne Schubladen-Simulator. Sieht man immer gerne auch bei uns in den Games. Was haben wir hier wieder? Ich fürchte um Daniel. Er ist so leichtsinnig. Es ist von... Was? Er ist vom sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht beschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welche Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss, wie Agrippa mir. Gott, dann mach es doch nicht. Elden Ring bin ich mit 130 Stunden und Dark Souls 3 ca. 300 Stunden. Ja, okay, die Verzweiflung ist sehr hoch bei Souls-Likes. Ja, das ist es halt dann am Ende leider. Impfstoffversuche. Geil, wir kriegen hier unseren Impfstoff zusammen. Damit wir runter in die Kanalisation können. Der Impfstoff, der es meinen Männern ermöglicht, in den pilzverseuchten Kanalisationen zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige die Bediensteten das Mittel erhalten, da sich die Prozedur als schwieriger erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mir von ihnen erschaffen. Was? Schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Okay. Ein spritzegeimpftes Blut wirkt lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Heißt es jetzt, ich muss ihm Blut abnehmen, damit ich einen Impfstoff hinkriege? Also gibt es hier eine Schere? Der Körper ist noch immer in der Totenstarre und kann nicht älter als einen Tag sein. Wie? Eine Leiche in der Leiche ist nur ein Tag alt. Safe, der liegt doch hier länger als einen Tag. Oder? Warte, erstmal das. Gehen wir noch nicht rein. Es wird nicht besser. Hey, ob ich jetzt hier reingehe oder da reingehe? Oh Gott, warte mal, hier sind aber noch ein paar mehr Leichen. Nee, warte, dann gehen wir doch lieber vielleicht doch als erstes hier rein. Lass mal hier kurz reingucken nochmal, weil hier sind ja, glaube ich, keine. Nee. Aber das ist doch hier auch alles. Nicht richtig. Das kann doch nicht richtig sein. Oh, muss ich mit denen irgendwas machen? Nee, ne? Nee, okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Oh Gott! Machen wir erstmal wieder zu. Machen wir zu hier. Ja, zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, dann müssen wir doch hier rein. Oh Gott. Aber hier ist doch auch schon dieses grüne. Oh Gott. Dieses grüne Gas. Okay. Hier sieht es aus, als ob jemand irgendwie versucht hat, hier rein zu flüchten. Also, ne? So treppenmäßig.
Aber, okay. Und weiter? Weil jetzt haben wir ja hier die Leichen. Hier mal ein Kraut. Das ist schön. Bei Elden Ring wäre das, glaube ich, auch irgendwie so ein heiliges Kraut oder sowas. Gibt es auch diese Dinger, die weißen. Ach, pass auf, ich weiß, was ich machen muss. Muss ich das und das kombinieren? Nee. Was bist du denn eigentlich? Nicht dich kombinieren? Kombiniere Kupferrohr mit Glas. Nee. Welches Kupferrohr mit dem kombinieren? No. Jetzt habe ich so eine Art Spritze, kann das sein? Oder eine Kanüle oder sowas. Es dringt nicht in den Schädel ein. Nein. Bitte nicht. Der Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Okay, sehr gut. Ist das eklig. Entschuldige, 200, nicht 300 Stunden. Ja, ob du 200 oder 300 Stunden da verbracht hast, ne? Gott. Ich glaube, das macht auch nicht mehr so viel aus, oder? Kann der Gegenstand kann nicht verwendet werden? Wenn er einen Tag alt ist, bist du nicht alleine da. Ja, das war nicht besser als Hammer und Meißel. Nee, war es auch nicht. Was ich viel schlimmer finde, ist, nachdem ich das da reingetan habe, hat der das als Strohhalm genutzt, oder was? Und hat er einfach gesagt, om nom nom, oder wie? Scheiße. Alter, ja, hier in der Leichenhalle sich zu verstecken, ist auch, glaube ich, not the cleverste Idee. Oder? Ich wollte jetzt nur zurück, weil ich dachte, ich kann wieder dahin. Lass mich in Ruhe! Wo kommst du denn her? Was bist du denn? Ja, schnell! Die Tipps von Amnesia sind manchmal awesome. Einfach awesome. Okay, hier war der letzte Save Point anscheinend. Das heißt, ich muss die ganze Prozedur nochmal neu machen? Alter. Das heißt, ich muss den jetzt da wieder mit... Genau, versteck dich mit den Leichen. Bestes Versteck. Ja, ja. Eigentlich gar nicht so unklug wäre ich. Würde ich jetzt. Wäre mein Charakter nackt? Naja, obwohl, nee, ist trotzdem unklug. Alles unklug. Egal. Wir gucken jetzt, dass wir zu dieser einen Tag alten Leiche nochmal hinkommen, um dann nochmal. Das da so in den Kopf zu hämmern. Okay, es war aber gar nicht so unklug, dass ich hier vorhin, er sagt nicht, dass ich nicht hier hingemusst hätte. Jetzt ernsthaft, ich hätte einfach rausrennen können. Kurze Info, du bist kein Opossum. Leider. Okay, wir rennen wieder zurück, weil wir waren eigentlich schon richtig. Wir hätten gar nicht mehr rausgemusst, also dahin gemusst. Ich hätte einfach mal in mein Inventar gucken sollen, ob ich noch diesen Stab habe, diesen Kupferrohrstab. Oder ob der schon weg war. Nee, da renne ich dann erstmal wieder dahin, damit ich jetzt wieder zurückrenne, damit ich jetzt in die Kanalisation komme. Ach. Okay, komm. Diesmal springen wir nicht hier runter, sondern diesmal nehmen wir die Leiter. Wir kriegen ja sonst wieder Schaden. So.
auf geht's in die Kanalisation. Weil wir haben ja jetzt... Wir dürften... Ja, jetzt hier keinen Schaden bekommen. Sieht auch gut aus. Und im Endeffekt selber, glaube ich, rennen wir jetzt einfach nur durch. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt da drin auch nochmal irgendwelche Rätsel lösen muss oder so. Jeder Gang macht schlank. Ja, was du nicht im Kopf hast, hast du in den Beinen. So heißt es ja auch gerne mal. Passiert mir übrigens auch ab und zu mal, ne? Bei mir auf Arbeit. Ich lauf los, hab irgendwas vergessen und muss dann wieder zurück. Das ist manchmal echt schlimm mit mir und meinem Kopf. Ich bin echt hart vergesslich. Okay, hier geht's wieder weiter zu einer Leiter. Leiter. Und hier gibt's die Pilze. Und wir sind hier nicht alleine. Wer hätte es gedacht? Da vorne ist wer. Okay. So. Das könnte jetzt wieder so ein Hide-and-Seek-Spiel werden. Oder einfach, Benny rennt weg. So. Und ich hoffe, wo ist er jetzt da hinten? Also, er ist ja in die Richtung gegangen, aber ich sehe ihn nicht mehr. Aber egal. Wir müssen ihn auch nicht sehen. Okay. Kann ich mit den Pilzen eigentlich irgendwas machen? Also kann ich die mitnehmen als Verteidigung? Als Verteidigung oder so? Okay, wo können wir jetzt hier lang überall? Okay, hier müssen wir raus, glaube ich, ne? Also, oder? Kann ich? Nee, kann ich nicht. Ja. Alles meine Zügel. Also wahrscheinlich da hinrennen. Wir rennen jetzt einfach mal dahin. Mal gucken, wo wir jetzt da rauskommen. Tür wieder zumachen, ganz wichtig. Ach, und hier haben wir schon wieder ein Rätsel. 1, 2. Plus die Zahnräder. Hier haben wir nochmal ein Pännchen Öl. Oh, das nehmen wir uns auch nochmal mit. Als die Hälfte eine Laternenfüllung. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, Öl ist wieder gut aufgefüllt. So, okay, wir haben hier 1 und da haben wir 2. Es gibt 3 Varianten. Ich glaube, da hat jemand Magen, Darm und Scheiße, die Schüssel in den Kopf. Das ist auch gut. Was ist... Also, wie viele Kombinationen gibt's? Die 2 Hebel steuern die laute Maschine. Ja, das ist schön. Aber es muss ja eine Kombination geben. Also wir können ja mal machen... Pass mal auf. Ne? Für alle, die irgendwie... Codes knacken wollen, ja. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ja. Mit der 1 haben wir die Möglichkeit 1, 2, 3. Mit der 2 haben wir die Möglichkeit 1, 2, 3. Mit der 3 haben wir die Möglichkeit 1, 2, 3. Den gleichen Step, den ich aber hier mache, muss ich auch hier machen später. Weil... Übersehen, okay, jetzt haben wir die 3 soweit voll. Aber es verändert sich nichts. Also gehen wir wieder auf die 1. Machen hier 1 Step weiter. Und testen hier alles durch. 1 macht nichts. 2 macht nichts. Das ist übrigens jetzt auch einfach nur ein Strohhalm, den ich jetzt nutze. Um zu gucken, ob wir irgendwann die richtige Kombination hinkriegen. Scheint nicht so. So, dann machen wir jetzt den ganzen Bums hier mit. 1 da einmal hin. 2 da einmal hin. Und dann nichts gebracht. Hallo? So. Eigentlich müssten wir die 1 gar nicht mehr testen. Oh, doch, müssen wir trotzdem. So, und jetzt nochmal die 3. Und ich gehe von aus, mir fehlt irgendein Trigger, den ich noch... setzen muss. Ja. Damit ich hier weiterkomme. Ah, gut. Er war ja ein Versuch wert. Gut, okay. Auf jeden Fall können wir da Hebel setzen. Und wir haben Zahnräder für die laute Maschine. So.
9 Möglichkeiten bei einem 4er-Zahlencode sind es, glaube ich, um... Also die Möglichkeiten sind eben halt verschieden. Aber früher als Kind habe ich mir mal einen Spaß gemacht. Mein Bruder, mein älterer, der hatte früher mal so einen Aktenkoffer. Ich erzähle gleich weiter. What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever return! Okay. Nobody return. Ja, und der hatte so einen Aktenkoffer und der hatte dann eben halt, oder wir haben uns eben halt gerne den Spaß gemacht, dass er sich da jeweils diese dreistelligen Zahlencodes da immer wieder ausdenkt. Und wir dann die Uhrzeit gestoppt haben, wie schnell man die Sachen lösen kann, indem man einfach ausprobiert. Eigentlich völlig blödsinnig, aber wir hatten Langeweile. Mir hat das immer Spaß gemacht. Also, mein Bruder hat das meistens eingestellt und ich habe das dann meistens gelöst. Oder versucht zu lösen in den verschiedenen Varianten. War auch mal ganz interessant. Okay. Das Rohr scheint locker zu sein. Das heißt, ich kann es abreißen? Ich kann es jetzt mitnehmen? Aufgenommen, Rohr. Okay, cool. Was auch immer ich mit diesem Rohr jetzt machen muss. Warte mal. Hier geht's nur raus. Hier ist noch eine Zünderbuchse, habe ich übersehen. Gibt's hier noch was? Eine Ecke? Weil manchmal ist ja, ne, versteckt und so. Aber nee. Ach, pass mal auf. Jetzt glaube ich, weiß ich, was ich mit dem Rohr machen muss. Ich muss das Ding hier blockieren. Ich dachte jetzt gerade, ich hätte das Ding verloren. Um das Rad zu blockieren, muss es erst langsamer werden. Okay. Rein logisch gesehen, langsamer. Können wir ja einstellen, anscheinend ja über die Zahnräder. So, und jetzt ist es natürlich wieder tricky. Je nachdem, wie das aufgebaut ist, kann ein kleines Zahnrad langsam sein. Es kann aber auch für die Geschwindigkeit sorgen. So, warte mal, weil es dreht sich zu schnell. Leider wissen wir nicht, welche Kombination die richtige ist. Aber wir können es eventuell hören. Weil jetzt ist es hier schnell. Es ist richtig schnell. Okay, warte mal, das ist jetzt ziemlich leise. Jetzt. Deswegen sage ich nur ein großes und ein kleines. Und die Kombination halt, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das Ganze aufgebaut ist, umso schneller oder langsamer kann sich was drehen oder auch nicht halt, ne? Ich muss dazu sagen, ich kenne mich da mit der Mechanik eigentlich einigermaßen gut aus. Halbwegs. Hatten wir vorher nicht einen anderen Typen, der uns so entgegengekommen ist? Ohne Waffen an dem Arm? Einfach nur mit einem sehr komischen Gesicht? Eigentlich ja. Das Problem ist, ich muss jetzt da natürlich wieder nach da hinten. So, der wird mir jetzt tierisch auf den Senkel gehen. Und wird jetzt natürlich alles daran machen, dass ich ein Problem kriege. Okay, warte mal. Also er ist ja hier lang. Versucht es jetzt so safe wie möglich runterzuspielen. Ja, also ist wirklich nur ein Versuch. Handfresser sind eine... Handfresser und ein... Rennender Benny hilft immer. Das ist voll wahr. Warte. Okay, er scheint nicht mehr hier zu sein. Nein, falsche Taste. Ey, ich und meine Tasten manchmal. So, jetzt kommen wir durch das Ding dazwischen. Devil, und wir können hier ganz schnell durch. Durch, habe ich gesagt. Könnten wir das jetzt auch eigentlich wieder wegnehmen, damit es weiterhin... Ne? Und so? Damit der andere nicht hinterherkommt? Ja...
Wäre toll. Ist aber nicht, man kann nicht hindurch. Ist aber anscheinend nicht wünschenswert. Man kann nicht durch? Eines der versperrten Tore scheint schwächer zu sein als die anderen. Warte mal. Kann nicht durch. Schade, ich dachte, ich kann hier irgendwie, mein Werkzeug dazu nutzen. Aber nö. Aber warte mal. Bestimmt finde ich noch was anderes, aber könnten wir denn Steine nehmen? Ah, gibt es denn hier irgendwie so eine Art Felsbrocken oder sowas, was ich nutzen könnte, um aber gegenzuhauen? Vielleicht müssen wir auch wieder zurück. Man weiß es nicht so genau. Deswegen gehen wir jetzt erstmal rein. Okay. Ja. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Kann ich das hier nehmen und... Oh, das ist... Das ist so nicht richtig. Das ist so nicht richtig. Der verfolgt mich. Scheiße, ich kann mich hier nicht... Wie? Ich kann mich hier nicht verstecken. Nein. Nein. Kann ich hier irgendwas machen? Lass mich doch in Ruhe. Aber er hat für uns das Tor aufgemacht. Ich hoffe nur, dass er... Er ist immer noch da. Ich sehe ihn durch den Spalt. So eine Kacke. Warte. Hier ist noch was. Kann ich was zum Verteidigen nehmen? Komm mal her hier. Der ist nicht, der guckt jetzt hier. Ich guck weg. Ich guck in die Ecke. Ich habe das jetzt gerne so wie kleine Kinder. Wenn ich ihn nicht sehen kann, kann er mich auch nicht sehen. So. Er sieht mich einfach nicht. Also wenigstens weißt du, dass die Lösung richtig war, weil sonst hätte er dich nicht gejagt. Ja, das ist wohl wahr. Du bist dir gerade eine Arme entgegengeflogen. Ist er noch da? Nein. Okay, die Taktik heißt wirklich in der Ecke kauern und weg. Vielleicht macht's gut. Das wäre heftig. Ich bin auch übrigens noch am überlegen, ob ich für die Alerts und sonstiges, weil die sind ja jetzt aktuell noch ein bisschen leiser, sag ich jetzt mal, ob ich die A lauter stelle und B so eine Jumpscare-Alerts noch mit reinmache, wenn ich hier so spiele. Aber ich glaube, das würde mich komplett zermürben. Aber jetzt, also ich gucke sowas ja auch gerne, wenn ich Twitch gucke und so, gucke ich das ja auch gerne. Ich gucke zum Beispiel auch liebend gern. Kann ich auch nur empfehlen, wenn er nachher online geht. Heute ist ja Dienstag. Und der Kapuzenwurm, der streamt. Ich liebe Kapuzenwurm. Also Kapuzenwurm ist ein nicer Typ. Geiler Streamer, finde ich persönlich. Und heute ist bei ihm Horror-Dienstag. Ich weiß nicht, 15, 16 Uhr so in den Dreh. Also wahrscheinlich genau dann, wenn ich aufhöre. Also im besten Fall. Für mich. Damit ich mich nichts verpasse, weil ich gucke mir Kapuzenwurm echt gerne an. Bin ich ehrlich. Auch wenn es jetzt Werbung für einen anderen Kanal ist, aber ich mag den Dude. Warum steht er jetzt da? Hallo? Geh doch mal weg. Schlimmer ist, ich darf den auch nicht allzu lange anschauen. Also Daniel darf den nicht allzu lange anschauen, weil sonst kriegt er hier einen auf den Rappel. Worauf ich jetzt gar keine Lust habe, ist, ihn jetzt hier anzulocken, um denn hier quasi rumzurennen. Um ihn denn hier auszuspielen. Vielleicht kann ich ja mit Geräuschen einfach so täuschen. Weißt du, ein Stein da hingeschmissen? Jetzt guckt er nach da. Dürfte ich vielleicht aber auch nicht rennen. Weil dann dürfte er vielleicht weggehen. Ja, nice! Hat sogar geklappt! Also, das Spiel soll ja wirklich älter sein, aber
manche Mechaniken, die dieses Spiel hier noch so drin hat, ja. Es ist mega. Also gefällt mir wirklich gut. Gott, er ist hinter mir. Er ist straight ahead hinter mir. Ich bin weg. Ich bin straight weg. Warte, ich muss ganz kurz. Wobei, warte, wir können aber ganz kurz gucken. Was hast du nochmal geschrieben? Wenn du willst, kannst du am Mittwoch um 20 Uhr bei. Ist der dort? Montag streamt er immer Horror und donnerstags zurzeit Elden Ring. Okay, guck ich auf jeden Fall mal rein. Ist der richtig? Ist der dort, ja? Sagt mir erstmal nichts. Aber guck ich gerne. Also guck ich mir gerne mal an. So, wo sind wir jetzt? Also wir sind jetzt aus der Kanalisation wieder raus. Könnten wir jetzt hier einfach bitte was da drüber packen, damit da keiner mehr rein und rauskommt? Wäre auch cool. Würde ich mich freuen. Okay, diese Tür war leicht offen. Warum? Weil hier gibt es wieder Zünderfuß. Und den dürfte ich jetzt aktuell 18 Stück. Ah, okay, super nice. 18 Stück ist schon eine Menge. Okay, die Tür rührt sich nicht. Die Tür geht auf. Ich denke, wenn wir jetzt hier auch mal ein paar Lichter noch anmachen. Okay. Und hier gibt es wieder Hebel. Na, ist ja wunderbar. Ich und Hebel. Das funktioniert nicht. Etwas scheint mit der Maschinerie nicht zu stimmen. Schon wieder. Ich bin hier gefühlt nur ein Techniker, Mechaniker, sonstiges, der hier Maschine repariert. Ja, wir haben angefangen mit dem Fahrstuhl, ja. Dann ging unten jetzt hier die Dampfmaschine-Kanalisationsgeschichte ging dann da auch wieder los. Denn die anderen Treppen, Leitern, Lüfte, die ich da gebaut habe, ja, wirklich. Bin schon lange bei ihm aktiv, habe ihm auch schon mal privat geredet. Gleich kurz auf, weil ich kurz zum... Jo, Henning. Auf jeden Fall nice, dass du hier warst. Danke, Vogel. Und schau gerne wieder vorbei. Morgen geht's übrigens auch wieder los, 13 Uhr. Scream ich wieder. And shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Was ist denn das für ein Argument? Er hat gesagt, ich soll es tun. Also mach ich's, weil er hat mir ja mein Leben gerettet. Oder rettet mir quasi so ein bisschen mein Leben. Warum? Sagt er einfach, nö. Weiß ich nicht. Das kann man auch anders lösen. Dead Space Mittelalter. Cool. Ja, das ist, glaube ich, was für Stevie. Stevie hat die ganzen Dead Space-Dinger da durchgezockt. Und Mittelalter mag er auch. Findet er auch ganz geil. Okay. Warum kann ich jetzt hier runter? Und wo befinden wir uns überhaupt jetzt mittlerweile? So, wie macht man hier auch? Ich zeige immer mal so ein paar Points an. Nicht jede Lampe, aber ich sag jetzt mal so jede zweite. Oder in dem Fall hier jede dritte. Die machen wir ja auch nochmal an. Hier gibt es nämlich auch nochmal ein paar schöne Sünderbuchsen. Warum sind wir jetzt hier? Also ja, wir können da, glaube ich, nochmal weiter gleich durch. Aber wollen wir das? Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything, Alexander. Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that.
But will it be worth living? Deswegen kamst du auf Dead Space Mittelalter, okay? Weil ich hier die ganzen Sachen reparieren muss. Verstehe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Laboratorium? Wir waren doch schon, wir sind doch schon mal im Labor gewesen. Was für ein Umweg wir gelaufen sind. Ey. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Okay. Gut. Da ist ein Typ, der da so hängt. Möchte ich? Okay, wir gucken erstmal, ob wir hier wieder ins Labor zurückkommen. Nee, natürlich nicht. Könnte ich jetzt eigentlich mit dem Hammer? Wir haben ja einen Hammer. Und einen Meißel. Gegenstand kann hier nicht verwendet werden. Schade. Wir hätten ja auch einfach mal die Bretter abnehmen können. Oh nein. So. Ja, kurze Frage. Meint ihr, er lebt noch? Alter, hier sind wir jetzt in der Folterkammer, oder was? Oh no. Welchen? Den da? Next to me. Neben mir? Help me. Den da? Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Whom would you be? Agrippa? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me. Are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You hurry too much. Alexander is toothless without an arm. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable, but I guess why not? It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my oath, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken oath and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak matters, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Okay, Altarraum und irgendeinen anderen Raum. Da muss ich also hin. Okay, na, ist ja schön. Also ich bin nicht mit. Daniel, I hate to bother you further, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Reimer, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help him. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Jetzt weiß ich, wo du mit dem Flöckchen herkommst. Was, Lava? Oh, okay. So many of Alexander's. Kann sein, dass da noch nicht alles. Look around. Maybe the other room. Dass da noch nicht alles richtig eingestellt ist, Filmdienst-technisch. Muss ich nachher mal gucken. An die Flöckchen habe ich mich gar nicht mehr. Ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. This one's quite important, you know. Baron Alexander has sustained my soul in this dead husk for years. Who knows how many? Hundreds, I presume. Okay. Also, es geht einmal um das Relikt. Was wäre Alexander ist quite impressive in many ways. Ja, kann ich auch einfach weggehen? Okay, also, das ist ja so viele Informationen gerade gewesen. Ist ja schlimm. Ja, also wir brauchen diese Kugel.
die wir ja auch schon mal bei so einer Expedition gefunden haben, die ja dann kaputt gegangen ist, die wir nicht reparieren konnten. Die sich dann aber selbstständig irgendwie repariert hat. Damals. Wie auch immer. Und diese Kugel hat anscheinend jetzt Alexander. Und er hat noch eine kaputte irgendwo hier verteilt mit Einzelstücken. Im Altarraum hat er ja vorhin gesagt und irgendwo anders. Und wir sollen jetzt die Scherben, die 6 Scherben hier, sollen wir finden und sollen diese zusammensetzen. Jetzt ist halt nur die Frage, ja, ich habe schon wieder kein Öl. Wenn ich mir die Lampe zu lange anlasse, ich bin auch manchmal echt richtig verschwenderisch, weil ich die Lampe die ganze Zeit anlasse. Und ja, wir brauchen jetzt diese 6 Scherben, damit wir selbst so eine Kugel uns zusammensetzen können. Um anscheinend gegen Alexander vorgehen zu können. Also irgendwie um in die Heiligtümer zu kommen. Ja, in den Heiligtümern ist ja anscheinend auch dieser andere Orb von Alexander. Und dadurch können wir in diese Heiligtümer nicht rein, weil, keine Ahnung, weil der lässt uns der lässt uns da anscheinend nicht rein. So, und wir konnten gerade Fleisch aufnehmen. Ist das eventuell noch ein Zusatzgimmick für Heilung? I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in the dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. Cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Mach die Türen vorsichtig auf, habe gerade was gehört. Meinst du das? Gott. Ich will nicht. Gott. Also es gibt ja... Es gibt nicht... Also es gibt nicht so... Also es gibt schon einige Sachen, die... Wovor ich richtig Schiss habe. Aber... So, wo ich richtig... Also wirklich richtig Schiss habe... Sind so... In Horrorgames... Puppen. So Kinderspielpuppen. Ganz schlimm. Und Kinder. Also, hört sich blöd an, aber ich habe nichts gegen Kinder, aber in Horrorgames und Kinder mit Horrorgames, mit diesem Gejammer und einem... Alter. Das ist so schlimm für mich. Also, wirklich schlimm. Ich weiß, das schlimmste Spiel, was ich damals, wo ich klein war, war nicht... Okay, wir gehen nicht dahin. Ich wollte mich da gerade verstecken. Verpiss mich. Was war denn da jetzt gerade? Oh, hallo? Ich mach mal Lampe vorsichtshalber einfach nur an. Einfach so. Nee, was ich meinte, wo ich selbst richtig, richtig fies mal Schiss hatte bei einem Game und wo ich auch das Game sofort beendet habe damals, bevor es so Twitch und YouTube und so einen ganzen Kram gab, quasi meiner Jugendzeit. Ja, wir sagen mal Jugendzeit. Also ich war schon alt genug, um Horrorspiele spielen zu dürfen. Auf jeden Fall, gab's ein Spiel, 4, glaube ich. Wo du auf so einem Schulhof bist und da gab es dann wirklich eine Situation, wo dann dieser Geist von diesem Kind spawnt im Feuer, weil es halt leider im Feuer auch verbrannt ist und so einen ganzen Kram. Aber das hat mich so dermaßen weggezimmert. So böse. Ey, wirklich. Ich habe danach das Spiel sofort beendet. Also wir werden 4 auch für unser Kanal nochmal bringen. Ja, geh von aus, dass ich das spielen darf dann. Vor allem gerade nach dieser Story hier. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, aber es ist wirklich Puppen und Kinder. Es ist das schlimmste Ding, ey, wirklich.
Puppen finde ich auch schlimm, außer Matroschka-Puppen. Die sind nur klein und rund für mich. Wenn ich ehrlich bin, mag ich Kinder auch nicht. Auch so nicht wirklich. Ob es früher so die Möglichkeit gab, Feuer wirklich anders farblich darzustellen? Wo sind wir denn hier? Okay, wir sind im Altar angekommen. Also wenn es wirklich früher so diese Möglichkeiten gegeben hätte, vielleicht hat es sie ja gegeben. Ich bin Geschichte nicht meins. Aber das wäre schon nice gewesen. Okay, also hier geht's zum Altar. Ich muss ja auch, glaube ich, im Altar gleich hier weitermachen, ne? Also ich muss ja hier irgendwie, muss ich hier vorwärts kommen. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Schiss davor. Wir gehen mal gucken. Nur gucken. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Hier mal diese Hinweise. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. Ja, ja. Wir gehen, wir rennen, wir sind weg. Ist mir egal. Nein. Hör zu. Altar machen wir später. Ist mir egal. Ist mir egal. Ja, wie der Wendler schon gesagt hat. Egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Welcome to Skyrim. Sieht das wirklich bei Skyrim so aus? Egal. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Okay. Kann ich geöffnet werden? Warum kann es nicht geöffnet werden? Okay, wir haben hier super viele To-Dos auf jeden Fall. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Genau, wegen Reparieren, ne? Es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Das haben wir ja auch schon gesehen. Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens Johann Weir. Und eine schwere Tür blockiert den Weg. Okay. Hier kann ich das Ding auch nicht öffnen. So, lass mich raten. Dafür sind natürlich dann die Hebel notwendig. By me, I'm the next best thing. Alexander really wanted none other than Johann Reier. You never heard of Johann Reier? Mein Gott. Nee, also, ja, hier hinten können wir ja nichts weiter machen. Warte mal, können wir ja noch nach oben? Also hier oben war jetzt die... Ja, ja, hier doch. Hier oben... Ging es denn hier oben eigentlich noch weiter? Ach ja, hier sind wir ja einfach nur runtergerannt. Warte mal, ich will mal noch mal ganz kurz... Also ganz kurz ist gut gesagt. Die Wege sind halt immer bei Horrorgames allgemein sehr lang. Ja, Resident Evil, Dead Space, wie sie alle heißen. Da sind diese Laufwege immer so extrem lang. Weil ich wollte jetzt eigentlich nur gucken... Weil hier bin ich ja rausgekommen. Genau, die Tür ging auf, die Tür ging auf. In allen Türen war ich einmal schon drin, richtig? Richtig. Die war ja verschlossen, ne? Ich dachte, dass ich noch irgendwie eine Tür vergessen hätte. Hab ich aber nicht. Aber hier sind die Hebel. Warte mal. Kann ich hiermit auch was machen? Nee. Shit. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen, wenn ich die Hebel betätigen will? Das ist doch... Warum? Ja, das sind wieder so unnötige Wege. Weil ich bin jetzt bis zum Altar bin ich gekommen. Oder überspringe ich gerade Sachen? Das kann ja auch sein. Hier haben wir den Heulenden. Bin ich eigentlich hier?
Okay, wir gehen vielleicht doch mal wieder zurück. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich da drauf balancieren kann. Aber okay. Es funktioniert auf jeden Fall. Gut. So, da war das Labor. Hier ist wieder der Typ, dem wir ja die ganzen Sachen da besorgen müssen. Wir haben hier Fleisch. Eine Scheibe frisches Fleisch. Was kann ich damit machen? Ist ja komisch. Dad, good to see you. Fire was my pupil. My pupil. Yes. Der Erfinder des Wegs. Was ist so wrong? Der war gut. Der hat mir gefallen. Das ist mein Humor. Find a way. Ja, find a way. Wie? Ich habe jetzt auch gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht ganz immer aufgepasst. Aber ich muss doch hier bestimmt wieder irgendwas mit den Rohren machen. Er hat doch vorhin irgendwas gesagt mit den Rohren. Dass wenn du die da drinnen eindüdelst. Aber die sind doch nur unter. Also die sind miteinander verbunden. Gibt es denn Rohre, die nicht. Also wo die Zellen halt nicht untereinander miteinander verbunden sind? Die wird jetzt auch wieder verbunden sein mit der da unten. So. Die beiden werden wahrscheinlich auch verbunden sein, so wie ich den Spaß hier kenne. Ja, guck mal, da ist rechts und hier geht's links, ne? Auf. Genau. Nur da hinten ist was ausgerastet. Und ich weiß noch nicht warum. Ist hier denn noch ein weiteres Rohr? Nee. Aber ich habe gerade nicht aufgepasst, wo der das erzählt hat mit den Rohren. Das ist jetzt, Das könnte für mich tricky werden. Müssen wir doch erst den Altar machen? Aber das macht gar keinen Sinn. Maschine reparieren, die Tore aufmachen, Altar, die Kugel mit den Glasscherben finden, die ja eigentlich irgendwo hier verstaut sein sollen, also versteckt sein sollen, aber da komme ich wahrscheinlich nicht hin, weil jetzt muss ich Maschine reparieren. Das baut alles wieder aufeinander auf. Schon wieder vergessen, mein Lämmchen mal wieder auszumachen. So, okay, jetzt sind wir wieder beim Altar angekommen. So, da hatten wir gerade einen kleinen Gast. So, hier haben wir immer so ein paar Hinweise, da die Tür offen ist, würde ich vermuten, dass ich dahin soll. Okay, hallo? Machen wir die Tür kurz zu. Wir haben wieder ein Briefchen. Schauen wir uns mal ganz kurz hier um. Okay. Ach Gottchen, nee. Und ich kann alle ich kann alle Dinger hier nehmen. Oh no. Und das hat doch hier auch wieder irgendeine Bedeutung hat das doch schon wieder. Schön. Na, vielleicht sagt uns ja der Brief ein bisschen mehr. Vielleicht kriegen wir ja dadurch ein bisschen mehr Infos. Was? Oje, zerbrochene Kugel. Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorne beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall mit William hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in 6 Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen, es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens, und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Okay. Hat uns jetzt aber nicht viel weitergebracht. Also ja, okay, wir haben diese 6 Splitter. Wir haben hier ein Rätsel. Keine Ahnung, was wir da machen sollen. Ach du. Und hier müssen wir jemanden opfern, oder was? Sieht aus wie so ein Opferaltar.
brauchen wir jetzt aber nicht viel. Gut. Würde ich sagen. Damals dasselbe Symbol drauf gehabt. Ich habe aber keine Ahnung, was ich machen soll. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier wieder zum... zurück. Und gehen einfach mal geradezu. Geradeaus. Ja, gucken wir mal, was wir da so finden. Bei dem Altar. Ich gucke auch mit Absicht nicht nach rechts. Ja, weil ich weiß schon, da steht gleich einer. Okay. Aha, hier sind Zahnräder. Und ich höre Motorengeräusche. Also, Motorengeräusche ist ja. 1839. Ne, Motorengeräusche. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Ah, ja, damals so mit Folterkammer und allem drum und dran. Das ist echt böse. Wirklich. Aufgenommen. Ey, Mater. Oh, Scheibenkleister, lass mich jetzt. Ey, ich will keinen Teeren müssen und dann vielleicht noch Federn oder so. Und. Nee. Es will doch keiner. Och, Manu. So, aber ich habe gerade auf den Timer geschaut. 1,5 Stunden sind jetzt schon wieder rum. Wir sind am Altar angelangt. Ich bin ein wenig planlos. Ich danke trotzdem einmal fürs Zuschauen. Die Folge beenden wir jetzt auf jeden Fall für heute hier. Und lasst gerne ein Like da, ein Comment und auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dann erstmal. Reingehauen.